Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 32. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Samstagsspiel Union Berlin gegen Erzgebirge Aue, also Ostduell, und mit den Erzgebirglern zu Gast in Berlin. Wieso höre ich mich denn schon wieder? Das regt mich ein bisschen auf. Ist der Daniel, Hallöchen. Hallöchen. Spielen wir jetzt mit den Erzgebirgs-Brasilianern, ja? Ja. So, Ende. Ende im Kalender, ja. Oh, nee, den brauche ich noch. Den brauche ich noch. Mit dem wollte ich bis zu deinem Tor gehen. Ist okay. Ecke. Naja. Ja, kann man es doch schon mal so stehen lassen, würde ich sagen. Ecke? Na, Ecke Tor, kennst du doch. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Ah, der geht rein. Der geht rein, das wirst du schon sehen. Ja. Ich habe noch einen Nachschuss. Was hast du? Naja, von dort. Von dort. Mach ich jetzt meinen Nachschuss. Ja. Nennt sich auch Freistoß. Was ist denn hier? Ja, komm Daniel, komm, kommentier's, was du machst. Das ist wichtig. Was ich mache? Und Ball teilweise an dich verlieren. Ach, fuck. Hühnerkacke, Scheiße und Dreck. Nissen. Oh, ah, fuck. Was für ein Teil. Ja. Wenn der Polter abzieht, dann poltert's hinten in der Bühne. Alter, wo ist denn den Scheißspruch, ja? Ach, sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ah ja. Ich führe schon wieder. Alter, was soll denn der Scheiß? Schade. Naja, jetzt ist auch mal. Das heißt, es ist so langsam mal Zeit, dass du auch mal triffst. Jetzt sagst du wieder nichts, jetzt konzentriert er sich. Nee, ich konzentriere mich jetzt nicht unbedingt. Aber warum bist du denn so leise? Weil ich versuche, dem Spiel zu folgen. Was? Buhe. Alter, kommst du nicht mit ostdeutscher Härte klar? Ach, ostdeutsche Härte, das heißt ja nur Brasilianer bei dir drin. Ah, oh, fuck. Naja, kommst du mit ostdeutscher Präzision nicht klar, oder was? Naja, Schüsschen. Ja, aber gemessen an dem, was du bisher gebracht hast, war es wenigstens in die richtige Richtung. Freund, Blase. Ja, Halbzeit. Ja, sowieso nichts draus geworden aus dem Angriff. Alles okay. Naja. Alles okay. So, ich bin mir nicht sicher, aber derjenige, der hier in dem Spiel gewinnt, der hält ja auch hier die Freundschaftsspiel-Meister-Trophäe, ne? Mhm. Wisch nicht. Wir liegen bei 5-5. Ja, eben. Und derjenige, der jetzt 3 Punkte holt, der ist auf jeden Fall Meister geworden.
Und das Gute ist, in dem Fall ist es egal, wer gewinnt, eine ostdeutsche Mannschaft wird Meister. War der abgefällt? Ja, ja. Ich dachte, ich hätte ihn einfach nur über die Latte geköpft, aber ist okay. Ich sage, Hashtag das Spiel hätten wir recht. Ja, doch, kann man schon mal so machen. Oh, nimm doch jetzt den Ball mit. Ja, jetzt kannst du einen Abwehrspieler machen, ist auch nicht schlimm. Oh, nee, oder? Doch. Oh, doch, das war bestimmt stark unangenehm. Oh ja, ne, da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Das hat er sicher. Das hat er sicher. Da lacht er über dich, der Torhüter. Was für eine elendische Scheiße. So. Jo, für alle, die sich gewundert haben, warum jetzt in den letzten 2 Stunden Minuten nichts funktionierte, das lag einfach daran, dass die Verbindung weg war und wir entsprechend reagieren mussten. Richtig. Nichtsdestotrotz hat der Daniel trotzdem versucht, seine Tore zu schießen. Aber richtig, warum soll ich nicht aufhören? Nur weil ich dich nicht höre? Nur weil ich versuche, dann verbunden daherzustehen, ja, und mit den Händen nicht am Controller bin. Ja, ja. Ach, jetzt ist ja immer noch. Ja, ja, ist schon klar. Mimi. Da muss ich meinen Keeper ja richtig einschränken, damit er den kriegt. Was ist da los? Naja! Veränderst du jetzt deine Taktik, sagst du? Oh, Alter! Nee, du veränderst deine Taktik noch nicht. Im Joggen! Einfach bis die 90. Minute zu Ende ist, weißt du, dann kommt doch ein Trikottausch an. Ja, Google, der. Ja, das ist die Weichei. Ach, guck mal hier, deine einzigste Chance aus dem Spiel. Als ich meine Hände nicht am Controller hatte. Boah, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ah, kein Schwein kann kontrollieren. Also, die Hände nicht am Controller, Mimi. Ja. So. Auch ein weiterer verdientes. Ach, verdient jetzt aber oft. Nein, das ist. Schon einige Ecken besser als der Gegner, wenn man 2 mit nee. Insgesamt 4 Toren vorspielt. Doch, das kann man schon so sagen. Und auch völlig verdient und völlig zu Recht erhalte ich auch dadurch, dass es ein freundliches Spiel ist.
Freundschaftsspielmeister, naja. Ja, das ist Meister wird man, wenn man über die Länge der Saison besser weiß man Zeit als der Gegner. Und das ist ganz offensichtlich geschehen. Ganz offensichtlich ist das geschehen. Ja. Ach ja. Gott, kannst du mich scheiße schön reden. Kann man so sagen. Ja, kann man wirklich so sagen. Gut. Alles klar. Während ich jetzt noch eine Runde stolz auf mich bin, sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen.